Ja, liebe Freunde, heute Abend für euch mit dabei aus Österreichs Ortsteil Neuwürstnitz, Polen! Drängt sich ja regelrecht die Frage auf, wie zum Geier kommt man auf die Idee, einen Deutschlandfasching zu veranstalten? Will man damit die Liebe zum Vaterland ausdrücken? Will man deutsche Tugenden erhalten? Oder will man auf urdeutsche Traditionen hinweisen? Die Antwort auf die Frage geben euch die nun folgenden Germanen. Herr Parteimeister, einen Dreimarsch für unseren Elferrat. Wenn wir bei 10 angelangt sind,
wäre die Kussfreiheit. Dann eröffnet, im Übrigen läuft die Zeit schon. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs, nicht lang, und sieben und acht und neun und für eröffnet und auf euch und die Kussfreiheit ein einfach Donald und TV! Öffnet! Und TV! Und nun, liebe Freunde, habt euch unter, denn jetzt wird das einmal anständig geschunkelt. Angeheizten Kabinettsstühle und
ihr seht ganz deutlich, dass Schnelligkeit nicht unbedingt eine deutsche Tugend ist. Zumindest keine deutsche Tugend, die dem Referat hier anheim gefallen ist. Aber die Herren mögen sich nun setzen.